Hallo, hallo. Herzlich willkommen. Grüß dich alles für alle. Wie immer hier als erstes zur Stelle. Na, wir haben gerade mal über deine Pünktlichkeit im Intro gesprochen. Sehr, sehr vorbildlich. Nightmare auch da. Grüß dich, Nightmare. Na, grüß dich, Dezimalrentner. Das erste Mal am Chatten. Auch das erste Mal dabei. Und auch Grüße in Space. Ja. Oh, Filztal. Stimmt. Da haben wir auch schon mal über euch gesprochen. Richtig. Ja, wir sprechen heute über unsere Folge 120 zum Faschismus. War wieder ein richtiger Brecher. War, glaube ich, so unsere zweitaufwendigste Folge, die wir bisher gemacht haben. Ja, wahrscheinlich schon, ne? Ich bin gerade am Überlegen, wir hatten ja immer eigentlich die Folge 100, so als den Maßstab, aber wenn man überlegt, wie viele Stunden in die AfD-Folge jetzt Faschismus, wahrscheinlich schon, ja. Aber ist ja auch ein ebenso würdiges Thema. Absolut, wir haben gerade schon beide festgestellt, dass wir heute ziemlich durch mit der Welt sind. Bei den Kopfschmerzen und alles, aber das soll uns nicht abhalten. Denn egal welches Wetter, egal welcher Gemütszustand, über Tage ist am Start für euch. Ja. Das ist so ein bisschen gerade frei paraphrasiert, was MC Boogie immer im Intro zu seinem Podcast sagt. Ist es so? Ja, mir ist egal, was der Wettermann sagt. Bin ich mit euch, dann wird ein guter Tag. Ja, MC Boogie. Ja, leider. Hat sich ja leider auch so ein bisschen rechts entwickelt, wa? Ja. Kann man schon sagen. Ja, ja, auf jeden Fall. Ne? Ich höre tatsächlich regelmäßig um einfach mal so 2 Stunden von so Personen. Also auch manchmal höre ich mir die Deutschrap-Folgen von denen an. Aber vor allem um so von Leuten aus dem verschwörungsideologischen Milieu mal was zu hören, finde ich das eigentlich recht interessant. Kriegt man immer eine gute Einschätzung bei denen. Weil ich meine, MC Boogie ist ja wirklich so jemand, YouTube-technisch, mit dem bin ich groß geworden. Ne? Also ich habe früher ja wirklich jedes einzelne TV-Straßen-Sound-Interview mit ihm geschaut. Kenne sogar noch die alten Rap-Sachen von ihm. So diese ganze Zeit, wo ich meine noch so jemand wie Desodog auch mit den Jungs von KIZ und so Musik zusammen gemacht hat. Was ist nur aus den ganzen Rap-Leuten geworden? Echt schlimm. Hi Gringo, hi Negativland und auch schön, dass du wieder mit am Start bist, Jan. Das ist echt eine richtig geile Einschätzung. Das ist genial, das muss man merken. Ja, Nightmare, wie habt ihr euch auf die Folge vorbereitet? Ja, im weitesten Sinne, also die 3 Hauptelemente für die Folgenvorbereitung, für die Folgenstruktur habe ich auch am Ende von der Folge genannt. Also vor allem als ein am Anfang. Ist natürlich ein Thema, mit dem man sich vorher schon beschäftigt hat. Aber für den Anfang habe ich mir erstmal die Broschüre der Rosa-Luxemburg-Stiftung dazu durchgelesen. Ich glaube, das war diese Manuskripte Nummer 26, die ich auch genannt habe. Die, wie ich finde, wirklich einfach auf so 150 Seiten einen echt tollen Einstieg und Überblick über das Thema bietet. Und von da aus habe ich dann das Buch Faschismus und seine demokratische Bewältigung vom Gegenstandpunkt Verlag gelesen, was ich auch nur wirklich allen sehr ans Herz legen kann. Und danach habe ich dann noch die okkulten Wurzeln des Nationalsozialismus, eben explizit über die Ariosophie und so generell die ganze intellektuelle, ja, intellektuelle und gesellschaftliche Situation, so sowohl in Österreich als auch im Deutschen Reich zu der Zeit, um da einen guten Einblick zu bekommen. Und daneben habe ich eigentlich diverse kleinere Sachen noch gelesen und mir beispielsweise auch von 99:1 die Faschismus-Sachen angehört, mich noch mehr in Ariosophie eingehört, zu Freikorps was gelesen, zu eben diesen ganzen Geschehnissen um die Entstehung des italienischen Faschismus, hier den, wie heißt es nochmal, die Rückeroberung dieser norditalienischen Stadt Rijeka oder so, ich vergesse mal den Namen davon.
Ja, das war eigentlich so das, was an Vorbereitung da reingeflossen ist. Hauptsächlich. Ja, ich habe gar nichts gemacht, weil Joscha, wie ihr das vielleicht teilweise schon wisst, macht ja primär die inhaltliche Vorbereitung der Folgen. Wir haben das zum Jahreswechsel halt aufgeteilt, weil wir halt einfach festgestellt haben, dass für uns von Arbeitsabläufen her das uns mehr Qualität verspricht, wenn Joshua halt seine inhaltlichen Stärken sich darauf fokussieren kann und ich mich dann im weitesten Sinne auf den gesamten Rest fokussiere, sodass Joshua halt freien Rücken hat in der inhaltlichen Aufarbeitung und ich halt den ganzen bürokratischen Apparat über Tag am Laufen halte. Du machst ja auch den Schnitt. Und den Schnitt natürlich, genau. Ich mache nur die hirnlosen Aufgaben, wo ich einfach nur da sitze und irgendwie die Irms rausschneide. Aber irgendwer muss das ja auch machen, ne? Ey, ich bin, ne, das ist ja auch die Sache, das habe ich letztens auch schon mal gesagt, auch wenn das sicherlich in manchen Punkten irgendwie die undankbare Aufgabe ist, bin ich dir dafür sehr dankbar. Ich bin dir auch sehr dankbar für alles. Ich glaube, da sind auch sehr viele Leute sehr dankbar. Das ist sehr respektable Tätigkeit. Nee, aber jetzt auch nochmal, kann man ja nochmal kurz was dazu sagen, dass wir auch einfach, denke ich, zwei unterschiedliche Menschen sind, die unterschiedliche Stärken haben. Und das, auch wenn das manchmal so wirkt, ich jetzt auch gar nicht so der krasse Theoretiker oder so bin. Also klar, ich sitze mich immer hin, laber halt rum und so, aber ich habe mir halt alles über Praxis angeeignet und über die ganzen Diskussionen und so und kann dann einfach glänzen neben dir. Richtig. Ich habe mich irgendwann in den Elfenbeinturm gesetzt. Ne? Richtig. Ich habe ja auch ein, zwei Praxiserfahrungen gemacht. Ja. Ein, zwei. Ich habe auch ein, zwei Theorieerfahrungen gemacht. Hast du auch schon mal vor, was über den Faschismus gelesen, oder? Tatsächlich, ja. Ja, das glaube ich schon. Klar. Ja, und Männerfantasien von Teveleit habe ich tatsächlich noch nicht gelesen. Habe ich immer von gehört. Das war auch, weiß ich noch, zu meiner Zeit, als ich noch auch in so Anti-D-Kreisen verkehrt habe. Da wurde das auch immer wieder von auch feministischer Seite dann eben angesprochen. Und ich meine, das sind ja auch Kreise, in denen man sich dann auch sehr stark eben um die psychologische bzw. psychoanalytische Erklärung von Faschismus bemüht oder sagen wir mal auch so sich in feinere Elemente davon reinliest. Aber deswegen, ich habe auch nur einen groben Überblick darüber und kann da gar nichts besonders zu sagen. Ja, Negativland, ich habe das ja schon wahrgenommen, dass du und Sadi auch uns darum gebeten habt, dass wir mal zum spanischen Faschismus was machen. Werden wir sicherlich mal. Ist ja auch eine gute Ergänzung, weil der schon sehr starke eigene Charakteristika aufzuweisen hat, auch im Vergleich zum Italienischen und Deutschen. Und auch sehr spannend, weil er so ewig existiert hat. Also das unterscheidet ihn ja auch nochmal sehr fundamental, dass der spanische Faschismus ja wirklich die Möglichkeit hatte, über so viele Jahrzehnte seine Gesellschaftsvorstellung auszuleben. Und dadurch finde ich es auch nochmal besonders interessant, sich dem intensiver zu widmen. Ja, tatsächlich kann man da auch direkt zu sagen, also wir haben das einmal natürlich aus Zeitgründen rausgenommen und uns dann auf den, also es ist auch was, was ich dann in der Beschäftigung gemerkt habe, dass es irgendwie Sinn macht, wenn wir so allgemeine Charakteristika vom Faschismus rauskristallisieren, aber auch uns so ein bisschen auf den Deutschen eben fokussieren, weil man daran auch einfach viele Sachen sehr gut sehen konnte. Und natürlich für heutige radikale Rechte das auch einfach maßgeblich einflussreich in vielen Wesenselementen bleibt. Und das Problem ist auch so ein bisschen spanischer Faschismus. Also muss ich persönlich sagen, ich kenne mich wirklich sehr, sehr schlecht damit aus. Und ich könnte beispielsweise jetzt auch viele besondere Charakteristika vom spanischen Faschismus gegenüber dem italienischen oder gegenüber dem deutschen Faschismus einfach nicht, also jetzt auch so aus dem Stehgreif, nicht sagen, außer vielleicht jetzt so diese besondere Verbindung von katholischer Kirche
und dem faschistischen Staat. Kommen wir sicher auf dich zurück, Negativland, wenn, wenn wir uns das mal vornehmen sollten, dazu was zu machen. Und Nightmare, gut, dass du schreibst, mit George Sewell und der Rolle des Syndikalismus. Da gab es ja auch jetzt einen Kommentar noch heute, der so also gesagt hat, dass dieser George Sewell halt eben für den Syndikalismus gar nicht so relevant war und halt auch ja, überschätzt wird einfach von seiner Rezeption für den Syndikalismus. Und das kann ja durchaus sein, also da wollte ich eh nochmal kurz drauf eingehen, auf den Kommentar. Aber wir haben ja auch nicht nur darüber gesprochen, über die Rolle von George Sewell, sondern halt eben tatsächlich generell, dass der Faschismus vom Syndikalismus eben speziell in Italien beeinflusst wurde. Ne? Und das war ja nicht der einzige Punkt, den wir dazu jetzt verloren haben. Genau, das stimmt. Finde ich auch nochmal interessant. Könnt ihr gerne auch nochmal, da werden ja sicherlich einige heute dabei sein, die da dann Zugriff drauf haben, in dem Extra, was ich dann noch jetzt gemacht habe, passend zu der Folge von dem Part über den Futurismus, den Kult des Fortschritts im Faschismus, den wir rausgepackt haben bei den Wurzeln des Faschismus, spreche ich das auch nochmal an, weil da finde ich es eben auch ganz interessant, dass beispielsweise bei den Futuristen, wo auch einige sehr stark vom Syndikalismus beeinflusst waren, dann beispielsweise durch einen der Vordenker, Marinetti, eben versucht wurde, das dann wirklich auf eine sehr radikale Art und Weise, Syndikalismus und faschistische Staatsideologie zu kombinieren, weil der hat sich beispielsweise dann mit Mussolini absolut, ah, sehr schön, Grüße. Der hat sich mit Mussolini sehr stark in die Haare bekommen, weil er sich eigentlich den faschistischen Staat ohne Polizei und ohne Gefängnisse, aber dafür nur mit Militär und Partei vorgestellt hat. Während Mussolini logischerweise sehr stark auf einen repressiven Staat mit Polizei und Gefängnissen gesetzt hat. Also sowas finde ich dann schon sehr interessant, wenn solche, ja, im Endeffekt Verbindung von faschistischer und, kann man eigentlich im weitesten Sinne sagen, schon linker Ideologie gibt. Ja, und dieses Spezial, was du erwähnt hast, dieses Extra, wird auch am Freitag jetzt kommen. Als für alle, die uns regelmäßig unterstützen bei Ko-fi oder Patreon, kommt dann nochmal ein Extra, eine Erweiterung sozusagen zu der Faschismus-Folge raus. Könnt ihr euch schon drauf freuen. Und ja, es gab tatsächlich alles für alle überraschenderweise kaum Trollkommentare. Es wird nochmal eine Auskopplung geben von der Folge, also weil die auch sehr lang war, machen wir es ja immer jetzt, dass wir auch so Highlights veröffentlichen. Das kommt wahrscheinlich etwas später, weil wir eventuell da nochmal ein aufwendiges Video zu machen, beziehungsweise aus unserer Community gerade Genosse dran ist. Da kann es dann gut sein, dass dann da mehr Trollkommentare kommen, weil das war jetzt auch in vergangenen Sachen bei der AfD-Folge zum Beispiel auch so. In diesem 3-Stunden-Video, da waren halt nicht so viele Trollkommentare drunter, aber dann in der Auskopplung zu Höcke halt gab es den größten Chipmob, den wir jemals hatten. Also kann gut sein, dass es jetzt in dem Fall auch wieder so sein wird. Scheinbar doch die faschistische Aufmerksamkeitsspanne seit der Erfindung von TikTok ein bisschen gelitten. Auch bei den Rechtspopulisten. Die AfD ist ja auch die Partei, die am stärksten auf TikTok vertreten ist. Haben alle auch so ein bisschen ihre Dopaminrezeptoren durchbraten lassen vom Algorithmus. Sonst, weißt du die Namen in Space von den 2, 3 bekannteren Nationalsyndikalisten, die du angesprochen hast? Also wir hatten in einem, ich glaube, das war in der Halloween-Folge, hatte ich einen Part gemacht, zu der, also Folge 666 letztes Jahr. Zu einer Geschichte aus Dortmund, wo es auf lokaler Ebene einer der wenigen größeren Überläufe von Anarchisten zum Faschismus gab, während der Weimarer Republik. Falls ihr das noch nicht gehört habt, generell finde ich, wenn ihr euch mal gruseln wollt, eine spannende Geschichte aus so den Abgründen des Sozialismus.
Aber sowas gab es ja wirklich sehr, sehr selten. Aber da war es auch tatsächlich so, dass halt Kader der anarchistischen Bewegung halt die Seiten gewechselt haben und auch probiert haben, dann Leute mitzuziehen. Ja, muss man auch einfach nochmal betonen, dass es da einen Unterschied zwischen südeuropäischen Ländern beziehungsweise Frankreich und Deutschland gab. Also das ist wirklich so, wenn du dir anguckst, so diese Beeinflussung oder diese Verbindung von Nationalismus und Syndikalismus war einfach in Südeuropa viel stärker, während in Deutschland eben im Syndikalismus dann auch einfach anarcho-syndikalistische Ideen beziehungsweise explizit internationalistische, sozialistische Traditionen vorherrschend waren. Sich das einfach, diese Ideen sich nicht großartig durchsetzen konnten. Ja, und belastet uns so ein Shitstorm? Also, ja, im Fall von der AfD-Folge, muss ich sagen, konnte ich das eigentlich sehr gut verkraften, im Gegensatz zu anderen Sachen, die wir irgendwie so abbekommen haben. Was mich dann wiederum eher traurig macht, sind gar nicht die Kommentare, die dann selber kommen, sondern ich finde es ja schön, selbst wenn es in so einer negativen Form ist, ist dann auch die Leute erreicht, die teilweise auch explizit mit diesen Videos gemeint sind. Schade finde ich dann eher, wenn es dann sehr viel Resonanz von rechter Seite erfährt und dafür wenig Resonanz von linker Seite. Das weiß ich auch noch, das war, glaube ich, was mich echt, als das dann bei dem Video anfing, auch aufgeregt hat. Was persönlich für mich auch nochmal so ein Herzenspart gewesen war mit Höcke. Bald Anarchist, hast du dich umbenannt? Was? Ist nicht mehr Wiegen. War doch, oder? Ich finde auch, also was dieser AfD-Shitmob war für mich halt null belastend oder so. Was halt einfach genervt hat, war, dass es ziemlich aufwendig war, das zu verwalten. Weil halt wirklich, ja, innerhalb von ein paar Minuten halt alle 3 Minuten halt ein Kommentar kam zwischenzeitlich. Und du musst das ja dir trotzdem angucken. Du musst halt trotzdem dann teilweise auch moderierend eingreifen, ab und zu mal was löschen oder halt Kommentare entgegnen. Da waren wir auch sehr dankbar, dass dann halt ihr aus der Community uns da geholfen habt, da dagegen zu argumentieren. Und dass man halt dann auch so eine Kommentarspalte nicht an so eine rechte Bubble verliert. Das hat dann ab einem gewissen Punkt echt gut funktioniert, fand ich. Aber ja, das war halt auch einfach, sonst fand ich das eigentlich gar nicht mal so schlecht, weil es halt ja tatsächlich viel Aufrufe auf das Video gebracht hat. Und wenn es vielleicht, hat es ja auch tatsächlich 1 oder 2 Leute aus der rechten Bubble dann trotzdem zum Nachdenken gebracht, weil die Leute werden dann ja auch da drauf gespült. Das sieht man dann vielleicht nicht, aber wenn man jetzt eine Person dadurch erreicht hat, die sich dann darüber Gedanken macht, dann war es das ja schon wert. Und das ist ja auch immer, was wir wollen, was wir auch immer gut finden, wenn wir mit unseren Sachen, die wir machen, dann auch in Bereiche und in Communities vordringen, wo wir sonst halt gar nicht stattfinden. Hm. Und das gelingt uns halt mit jeder Folge in einem gewissen Umfang auch tatsächlich. Ja, wir kriegen ja immer wieder auch von rechten Leuten. Ja. Also recht jetzt wirklich als dieses ganze Spektrum. Immer mal wieder auch Nachrichten, die genau das sagen. Also bald vegan hast du dir, bist jetzt umgeschwenkt, willst jetzt doch nicht mehr bald vegan, sondern bald Anarchist sein. Vielleicht ist bald Anarchist jetzt vegetarisch. Ja, und vielleicht 2 Sachen noch zu dem, was InSpace und Nightmare geschrieben hat. Also einmal die Anmerkung, dass mit Nationalkommunismus, das ist ja tatsächlich auch nochmal so ein ganz eigenes Spektrum, was ich auch gar nicht wusste vor der Beschäftigung jetzt für die Faschismusfolge. Ah, okay, es hat sich nichts an der Ernährungsform geändert. Ich dachte jetzt tatsächlich, dass das der Grund ist. Ich meine, heutzutage kennt man ja so ein bisschen so Nationalbolschewismus aus Russland heutzutage. Oder wir haben ja auch schon mal, glaube ich, über dieses wirklich absolute, obskure Nischenphänomen Nationalanarchismus so in Großbritannien, ja. Australien und Weißrussland gesprochen. Aber ich wusste beispielsweise gar nicht, dass es auch so in den 20er, 30er Jahren auch wirklich explizit sich so benennende Nationalbolschewisten und Nationalkommunisten gab. Das fand ich sehr interessant, dass das, also es macht irgendwo Sinn, ne, wenn man überlegt, dass gerade es im Endeffekt gerade erst die große bolschewistische Revolution war und gleichzeitig eben Nationalismus so stark war, dass es da auch irgendwelche Verbindungen gab. Das fand ich recht interessant, aber das habe ich jetzt mal rausgelassen und mich da nicht intensiver mit beschäftigt, weil, wie gesagt, die Folge war schon groß genug und es hat genug
Arbeit auch so bedeutet und irgendwann habe ich ja auch den Einsendeschluss, ne? Eigentlich habe ich ja auch mal irgendwelche Zügel bekommen, wie viel ich für eine Folge vorbereiten darf, aber... Er hält sich nicht dran. Ja, ne? Manchmal muss man auch die Ketten zersprengen, um Großartiges zu schaffen. Ja, und das Zweite ist Nightmare mit Futurismus und Nationalsozialismus. Das ist natürlich spannend, dass du das ansprichst, weil es stimmt, man kann da auf jeden Fall einen Unterschied so in diesem Bezug auf den Fortschritt zwischen italienischem Faschismus und Nationalsozialismus machen, wobei man auch sieht, dass es im italienischen Faschismus sehr großen Streit darum gab, wie man sich das vorstellt, weil die Futuristen ja eben explizit sehr starken Bezug auf diese nationale Wiedergeburt und eine Schaffung von einer ganz neuen Kultur hatten und wirklich das Alte abschütteln wollten, alle alten Traditionen damit wirklich absolut Schluss machen, während die Faschisten natürlich auf alte Traditionen gesetzt haben, beispielsweise auf die italienische Küche zur Vereinigung der italienischen Nationen, auf die antike römische Architektur, um eben eine nationale Einheit zu schaffen, einen gemeinsamen nationalen Mythos. Aber da möchte ich gar nicht so viel vorwegnehmen, das bespreche ich dann in dem Extra noch mal intensiver. Ich würde aber trotzdem eben sagen, dass auch während es da diese Konflikte gab, man ja auch im Nationalsozialismus auch starke Elemente davon finden kann. Ich glaube, was die Futuristen wirklich so vertreten haben, was, finde ich, auch so ein Kernelement vom Faschismus ist, ist eben diese bewusste Schaffung eigener neuer Traditionen, zu sagen, so ein bisschen wie die Faschisten das auch mit der Arbeit gesagt haben, der Faschist wartet nicht darauf, dass die Wirtschaft die Arbeitsplätze schafft, er schafft sie selber. Und genauso ist es mit dem Faschisten. Der Faschist wartet nicht darauf, dass irgendwie Traditionen neu wieder aufleben oder so, oder man irgendwie einen neuen Trend oder so schafft, sondern er schafft sie selber, er schafft den Mythos selber. Und deswegen sehe ich da auch eigentlich so einen starken Unterschied zu Konservativen, die eher einfach versuchen, diese alten Traditionen zu bewahren. Und auch im deutschen Faschismus, finde ich, sieht man teilweise auch so einen Kult um diese ökonomischen, wissenschaftlichen Entwicklung. Ich meine, wenn man so denkt an die Kriegswirtschaft und diese ganze Verkündung immer von den neuen Wunderwaffen, die von den Nationalsozialisten erfunden wurden, diese ganze wirklich irgendwie mit den UFOs? mit den Reichsflugscheiben. Nee, aber wie die über die V2-Raketen und so gesprochen haben. Irgendwie die neuen Supergeschütze, die jetzt hier mit großen deutschen technologischen und wissenschaftlichen Schaffenskraft da gebracht wurden und auch diese Inkorporation von ganz neuen technologischen Möglichkeiten in diesen nationalen Mythos. So, und die waren ja wirklich keine Lebensreform zurück in den Wald und zurück in die Ursuppe völkischen Hippies oder so, die keinen Bock mehr auf Großprojekte irgendwie in den Städten hatten, sondern auch wenn du die Germania anguckst, das war ja nicht irgendwie einfach nur ein großer Hambacher Forst irgendwie mit einer germanischen Kultstätte in der Mitte, sondern das waren ja gigantische Hallen von dem, was damals wirklich auch, was damals wirklich so diesen klassizistischen Stil zusammen mit eigentlich auch, kann man so sagen, dann futuristischen Elementen verbunden hat. Deswegen würde ich nicht klar sagen, dass die Nationalsozialisten grundsätzlich irgendwie rückwärtsgewandt waren oder fortschrittsfeindlich. Aber Gringo hat da auch recht, dass es eben sehr unterschiedliche Ansätze da gab und dass man da dann den spanischen Faschismus auch anders bewerten muss als jetzt den deutschen zum Beispiel. Aber ja, so klar. Ist es halt. Das ist ja auch, im Sozialismus ist es ja auch nicht anders. So, da haben wir ja auch von Kambodscha, die halt irgendwie eher einen Urkommunismus wollten. Bis halt jetzt zu der Sowjetunion, wo es halt ja auch im Prinzip, ja, es ging ja nur darum, auf den Mond zu kommen und alles. Also das sind ja dann zwei komplett entgegengesetzte Modelle, die, und so wird es halt auch in jeder Weltanschauung immer geben. Aber das zeigt ja doch, dass halt solche Bezugnahmen und solche Aushandlungen zu jetzt zum Beispiel so einem Thema wie jetzt, was es für einen Umgang mit Technik gibt und eben futuristischen Ideen, dass es halt nicht gebunden ist an die Idee, sondern dass es kein Wesensmerkmal jetzt des Faschismus unbedingt ist. Ja, absolut. Ja, deswegen auf Nightmare, du hast dann natürlich auch recht. Also das ist auch so im Nationalsozialismus stärker, als es jetzt im italienischen Faschismus war. Da hat das beispielsweise keine große Rolle gespielt,
weil einfach der esoterische Einfluss viel größer ist. Ja, auch was, was wir so ein bisschen in der Folge besprochen haben, eben mit damals den starken esoterischen Strömungen wie der Theosophie und wie viel Einfluss die dann auf die Ariosophie genommen hat und wie viel eigentlich die Ariosophie diesen ganzen Kult um Rasse, um Ariatum, um auch Antisemitismus für den späteren NS dann geprägt hat. Ich finde auf jeden Fall deinen neuen Namen auch besser, Dudel. Ach, stimmt, Dudel. Oh nein. Ach, da. Okay. Kann man den Wandel sehen. Und schreibt gerne mal weiter rein, was euch interessiert zum Thema Faschismus, was euch jetzt an der Folge vielleicht noch interessiert hat, was ihr gerne noch weiter vertiefen wollt. Das erste Mal, dass ich das sagen musste, man sieht also schon, ihr seid sehr fleißig mit euren Beiträgen. Ja, ich meine, das ist ja was, was wir in der Folge selber nicht gesagt haben. Aber Faschismus ist ja wirklich so ein Thema, über das nicht nur viele in die Linke kommen, sondern ja, wo gefühlt auch, wenn man in die Linke kommt, man sehr schnell sich auf irgendeine Art und Weise mit inhaltlich auseinandersetzt. Mhm. Also wie viele Vorträge gibt es jedes Jahr in Deutschland in linken Zentren, die irgendwie so und so im NS betrachten oder die sich mit heutigen Faschismus natürlich auch auseinandersetzen. Deswegen, das ist ja auch ein Thema, mit dem man natürlich auch so allgemein in der Gesellschaft, aber auch in der Linken sehr schnell, sehr stark in Kontakt kommt und sich eine Meinung dazu bildet. Ne? Dementsprechend gut ist die Folge auch gelaufen. Also man weiß es halt nie vorher. Wir haben halt auch häufiger schon bei manchen Sachen gedacht, das wird super gut laufen. Dann ist es total mittelmäßig gewesen. Aber bei dem Thema ist es ja auch irgendwie naheliegend, dass es dann viele interessiert. Gerade deswegen, weil es halt so einer der wichtigsten Bezugspunkte halt in der Linken ist. Und ja, schön. Gut geklickt, die Folge. Gab es damals denn irgendwas, was dich am Faschismus so besonders interessiert hat? Wo du immer so dachtest, also das finde ich jetzt spannend daran. Also da würde ich gerne mehr zu wissen. Naja, also generell habe ich mich natürlich auch viel mit dem Faschismus auseinandergesetzt. Ich meine, es gibt ja auch in Deutschland so gut wie kein Thema, was halt geschichtlich so gut aufgearbeitet ist, auch wenn Linke es immer anders behaupten und dann halt so tun, als wäre das alles ganz furchtbar. Und natürlich kann man vom grundsätzlichen Inhalt und der Ausrichtung der Geschichtsarbeit zum Faschismus, den kann man auf jeden Fall in Zweifel ziehen, ne? Das ist ja keine Frage. Aber ich meine, es gibt so unendlich viele Museen und Filme und Städten und Orte, wo es halt thematisiert wird. Und ich habe viele dieser Orte besucht, habe mich dementsprechend, kannst du dich ja auch sehr, sehr haptisch damit auseinandersetzen. Das ist ja halt eine Geschichte, die halt auch erfahrbar gemacht wird dadurch, dass es so viele Orte gibt, die du besuchen kannst und dir anschauen kannst. Und ich habe viele, viele Orte halt gesehen, also entweder Vernichtungslager oder auch Orte des NS, die noch stehen und die eingeordnet wurden. Und dementsprechend habe ich mich auf so einer Ebene extrem viel damit auseinandergesetzt. Und das fand ich halt auch immer spannend natürlich, also den deutschen Faschismus sich halt anzuschauen und diesen Wahnsinn auch zu probieren, so ein bisschen zu begreifen. Und davon geht ja auch eine zwangsläufige Faszination aus. Also ich denke, das kann fast niemand leugnen, der jetzt halt in Deutschland irgendwie aufwächst, dass es halt einfach auch faszinierend ist, was das für eine Gesellschaftsform war und dass es deswegen einfach einen großen Reiz hat, sich damit grundsätzlich erstmal auseinanderzusetzen. Und dann war ich immer sehr interessiert auch an der Auseinandersetzung, deswegen hatte ich ja auch dieses Buch empfohlen am Ende der Folge Anarchisten gegen Hitler, was halt so ein Sammelband im Prinzip zu verschiedenen Widerstandsformen des Anarchismus war, habe ich mich recht viel auch damit auseinandergesetzt, also mit dem Widerstand gegen den Faschismus in Deutschland und auch natürlich darüber hinaus in Spanien und so speziell.
Und auch im Besonderen natürlich den dann so was, was die Anarchistinnen gemacht haben. Weil das ja, hoffe ich mal, verdrängt wird. Mhm. Oder subsumiert wird unter einfach Kommunisten oder so. Ja, das ist ja wirklich einfach traurig, dass unsere Geschichte unter dem NS, das ist ne, das, was wir an so vielen Stellen schon sehen, von beiden Systemteilen einfach nicht geschrieben wird. Ne? Und dann hast du manchmal Glück, dass du auf der einen oder auf der anderen Seite irgendwie einen Forscher hast, der einfach entweder tatsächlich in unserem Sinne einfach aus der gleichen Überzeugung heraushandelt und das dann aufarbeitet oder auch einfach wirklich ein sehr großes Interesse hat und auch einen Anspruch, so die ganze Geschichte zu erzählen. Ja. Und das ist auch, denke ich, ein wichtiger Grund gewesen, warum ich mich viel mit unserer eigenen Geschichte in dem Kontext auseinandergesetzt habe, ist einfach, weil das so entscheidend war für unsere Vernichtung. Also das war halt einfach der Punkt, der den Anarchismus in Deutschland einfach zerstört hat. So, ne? Mhm. Großteil der Menschen wurde ganz, ganz konkret halt einfach vernichtet und das, was halt nach dem NS übrig geblieben ist, waren halt ganz, ganz, ganz wenige, vielleicht ein paar hundert Leute oder so. Und tja, deswegen alleine macht das halt schon sehr viel Sinn, sich dann damit auseinanderzusetzen. Ich finde das auch spannend, was du gesagt hast mit diesen häufig auch haptischen Momenten, mhm. die man hat, wenn man sich damit auseinandersetzt. Weil ich glaube, das gibt es wirklich häufig, dass Leute auch einfach so in ihrer Biografie ein, zwei Momente haben, wo so richtig diese Beschäftigung damit einhergeht. Und das spricht, finde ich, auch teilweise dann nochmal für diese beispielsweise Erinnerungskultur durch Museen oder durch bestimmte Monumente, die dann einfach mit der Schule, mit der Familie oder so besucht werden. Weil ich kann mich auch noch daran erinnern, als wir in der Schule unsere Abschlussfahrt nach München gemacht hatten, also die Kursfahrt, und dann das Konzentrationslager Dachau besucht haben. Mhm. Und dann auch da in den Todestrakt und so gegangen sind, dass das wirklich eine sehr eindrückliche, also ein sehr eindrücklicher Moment für mich auch war, wo ich, was einfach auch, glaube ich, nochmal diese inhaltliche Vermittlung mit so was Emotionalem verbunden hat. Und ich kann mich auch noch daran erinnern, das ist ja auch für uns Deutsche eine wirklich wichtige Sache, einfach so auch diese Berührung dann mit der eigenen Biografie, so das aus der eigenen Familie mitzubekommen. Das ist wirklich so eine der, also ich habe viele sehr schöne, sehr eindrückliche Momente mit meiner Oma zusammen erlebt, weil ja sie auch einfach so einer der liebsten Menschen in meinem Leben war. Aber ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, wie ich einen, also irgendwie so 10, 11 oder so war, einen Freitag bei ihr verbracht hatte, weil damals meine Mama sehr viele Jobs hatte und eigentlich immer so arbeiten war auch das Wochenende über. Und ich dann bei ihr war, wenn ich nicht irgendwie die meisten Wochenenden dann bei Freunden übernachtet habe. Und wir zusammen beide Teile von Hitler, Aufstieg des Bösen, wirklich nicht der beste NS-Film überhaupt oder so, aber wirklich, wirklich vollkommen okay. So. Und wir beide Teile davon, glaube ich, dann irgendwie auf ZDF oder so geschaut haben oder auf Dreisat. Können sogar Arte sein. Und dann noch, was wir damals sehr oft gemacht hatten, wenn wir dann schlafen gegangen sind, wirklich einfach noch beieinander gelegen haben und lange geredet, aber ich weiß noch, dass wir diesen Abend und diese zwei Teile zusammen gehen ja in irgendwie 3, 3,5 Stunden oder so und wir dann wirklich noch so 3 Stunden oder so und vorher schon gesprochen haben, dann 3, 4 Stunden oder so noch im Bett lang, wirklich bis spät in die Nacht, sie schon irgendwann wirklich einfach fertig war und nicht mehr konnte und wir einfach drüber geredet haben, wie so ihre frühe Kindheit war, weil sie so die, weil sie 10 Jahre eben oder ich glaube 9 Jahre in Nazi-Deutschland aufgewachsen ist und sich dann noch sehr eindrücklich so an diese Kindergarten und vor allem frühe Schulzeit erinnern konnte und natürlich auch den ganzen Bombenkrieg und später dann die Kinderlandverschickung und da dann einfach viel von erzählt hat und auch wie das dann später eben mit der Aufarbeitung von der eigenen Familiengeschichte war. Das ist auch was, was man ja wirklich einfach auch nochmal allen Leuten mitgeben kann, die überhaupt die Chance dazu haben. Ich meine, das ist was man immer mal wieder hört, aber auch nochmal so persönlich gesagt, das ist wirklich, auch wenn es häufig natürlich schmerzhaft ist, sich da mit der eigenen Familiengeschichte auseinanderzusetzen und
häufig auch keine schöne Sache, finde ich, das ist einfach eine total wichtige Sache und eine total gute Möglichkeit, um dieses Grauen eben aus dieser ganz persönlichen Perspektive nochmal zu erleben und mitzubekommen. Und zumindest bei mir war es so, dass ich da auch von wirklich klein auf von meiner Oma, weil die das selber erlebt hat, eben in einem ganz klar antifaschistischen Sinn dann auch geprägt wurde. Und die mir wirklich immer, auch als es dann bei uns auf der Schule jemanden gab, der einen NPD-Vater hatte und so ein bisschen versucht hat, eben neonazistische Ideen dann bei uns zu verbreiten, was in der Schule nicht so gut geklappt hat, weil eigentlich der größte Teil Ausländer waren. Aber wirklich mal eindrücklich eben versucht hat, das zu vermitteln, so dass es gehen viele Sachen, aber das geht halt absolut nicht. Ja, sehr ähnlich bei mir. Also meine Oma war ein bisschen älter noch als deine gewesen und hat dann noch ein bisschen längere Phasen halt auch erlebt und das war natürlich auch sehr, sehr eindrücklich für mich und sehr, sehr, da sind ganz viele Geschichten auch aus der Zeit, die ich da gut behalten habe und so. Und auch generell diese Auseinandersetzung damit, was es überhaupt heißt, halt eben in Kriegszeiten so zu leben und was das für die Menschen halt bedeutet hat. Ja. Okay, ihr habt jetzt furchtbar viel geschrieben, während wir uns hier verloren haben in unserer Familiengeschichte. Ja, viel, wie gesagt, also ich kann nur einmal nochmal von mir aus sagen, ich kann halt wirklich wenig zu dem, wo jetzt über spanischen Faschismus diskutiert, sagen. Eine andere Sache, die aber auch, glaube ich, noch ganz oben reingeschrieben wurde und ein bisschen Diskussion ausgelöst hat, nämlich von Gringo. Eine Frage, die wir auch explizit in der Folge besprochen haben, und zwar, wie wichtig jetzt eigentlich die Charakterisierung vom Faschismus als Massenbewegung ist, um den von anderen abzugrenzen, oder ob man sich auch einen Faschismus ohne Massenbewegung denken kann. Mhm. Ich glaube, das ist tatsächlich, wo hatten wir noch mal darüber gesprochen? Da hattest du doch, hatten wir schon mal in einem Stream letztens darüber geredet? Ich kann mich halt noch daran erinnern, dass du auch irgendwie eine Diskussion darüber geführt hattest. Also ich kann ja einfach eben kurz sagen, für mich auf jeden Fall ist das ein ganz zentrales Wesenselement vom Faschismus, was ihn eben auch dann beispielsweise von, und das ist was mich auch persönlich am Faschismus interessiert hat, diese ganze Frage von, was ist denn jetzt alles überhaupt Faschismus? Vor allem nach 45, was für Sachen kann man da als Faschismus charakterisieren? Wie würde man beispielsweise jetzt so die Herrschaft der Assad-Familie in Syrien charakterisieren? Mhm. Wie charakterisiere ich auch eine Person, die mich persönlich sehr immer interessiert hatte, Gaddafis Libyen so? Weil ich habe auch selber das grüne Buch von Gaddafi damals gelesen, als Teil meiner Politisierung, weil mich das sehr fasziniert hatte. Das kann nicht oft genug erwähnt werden. Er ist schon jetzt schon mindestens 2 Jahre oder so her. kleiner Shoutout. Gibt's ja leider nicht mehr. Gibt's auch heutzutage nicht mehr in Deutschland. Ist das verloren, oder was? Ich weiß nicht, wo es hin ist. Ich hatte einen der wenigen deutschen Drucker heutzutage, kriegst du das nicht mehr so gut. Letzter Stream Atomkraft heute, Anarchismus. genau. Was? Ein Anarchist für Gaddafi? Nein, ich bin natürlich nicht für Gaddafi. Ich finde auch nicht alles, was im grünen Buch steht, richtig. Aber. Nicht alles. Nein, so, jetzt Spaß beiseite. Ich finde Faschismus da wirklich eine integrale Sache, weil das ist ja auch so ein bisschen was wir gesagt haben, woran dann beispielsweise auch viele Militärdiktaturen scheitern, wo man viele Elemente vom Faschismus dann auch drin findet, dass sie eben in einem offenen Konflikt mit der eigenen Bevölkerung stehen und gar nicht die Möglichkeit haben, auf die Art und Weise, wie der Faschist das eigentlich von seinem Staatsvolk verlangt, die Verankerung zu haben, um das eben auch so in seinem Sinne umzuformen, um diese Gesellschaft wirklich neu zu schaffen. Sondern ganz häufig haben diese Militärdiktaturen ja eher wirklich das, was dann beispielsweise in so einer Agententheorie vertreten wird, von Faschisten sind einfach nur Agenten des Großkapitals, die eingesetzt werden, um den Arbeiter dann klein zu hauen und einfach nur im wahrsten Sinne des Wortes so eine Terrorherrschaft über alle Bevölkerungsteile dann eigentlich ausführen müssen. Und das ist eben Faschismus nicht, wenn man sich Faschismus so anguckt,
wie er entsteht und wie er dann auch Gesellschaft verwaltet. Das würde ich auch sagen, dass das einfach fundamental ist, die über die Massenbasis entsteht dann ja halt diese also einfach, dass es halt eine Zustimmung zu diesem System gibt, ist da fundamental. Weil der Faschismus bezieht sich ja in seiner gesamten Theorie und in allem, in seinem gesamten Wirken genau da drauf. Also er lebt halt genau von dieser Massenbasis und strebt diese an. Und es gibt auch meines Wissens nach jetzt keine dezidiert faschistische Bewegung, die man da einordnen kann, die nicht auf dieser Massenbasis halt gefußt hat. Alles andere fällt dann halt eben. Ich meine, manchmal ist es auch schwierig, dann zu charakterisieren. Und dann spricht man einfach von, was weiß ich, einer Rechtsradikalen oder einer Militärdiktatur oder was auch immer. Das reicht ja auch aus, um das halt dann abzugrenzen. Ja. Und dementsprechend ist aber auch andersherum der Faschismus nicht einfach eine Militärdiktatur. Also das wäre dann ja auch nochmal wichtig zu sagen. Natürlich ist der Faschismus auch immer eine Militärdiktatur, weil er sehr stark aufs Militär aufbaut. Aber wenn man jetzt einfach nur das nehmen würde, dann sieht man ja schon, dass halt eben Spanien, Italien, Deutschland, das sind ja ganz konkrete Beispiele, wo es ganz viele andere Merkmale gab, die noch dazu kamen. Ja, absolut. Also beispielsweise eine Militärdiktatur, da kannst du ja auch wirklich immer eine explizite Art und Weise, also einen expliziten Weg aufzeigen, wie eine Militärdiktatur entsteht. Und das ist eben durch einen Militärputsch. So, das ist ja keine Massenbewegung. Also wenn du dir Militärdiktaturen anguckst, natürlich haben die auch häufig eine politische Partei, mit der sie dann irgendwie zusammenarbeiten oder die denen besonders nahesteht. Aber im Endeffekt wird eine Militärdiktatur eben durch den Putsch in Krisenzeiten herbeigeführt. Und das ist ja auch natürlich, sagen wir mal jetzt mit dem Marsch auf Rom, mit dem versuchten Hitlerputsch, wann war es? 23, 24? Bin echt nicht so gut mit Jahreszahlen, aber du weißt, wen ich meine, in München. Das sind ja Sachen, da haben die Faschisten trotzdem das aus der Idee einer Massenbewegung herausgetan und nicht einfach als Elemente des damaligen Reichsheers versucht zu putschen. Kringo hat jetzt gerade nochmal reingeschrieben, dass ihr das in den Kommentaren gerade besprochen habt, dass Spanien nicht unbedingt eine Massenbewegung war. Und natürlich stimmt es, dass es nicht vergleichbar war mit Deutschland, jetzt als Beispiel. Aber man kann halt mit dem deutschen Faschismus mit halt, ist halt einfach das krasseste faschistische Experiment gewesen. Und ich würde schon sagen, dass der spanische Faschismus ein sehr, mach's gut, Sally, auf bald. Ciao. Einen sehr, sehr breiten Rückhalt in großen Teilen der Bevölkerung halt hatte. So, also natürlich sehr in Regionen aufgeteilt. Ne, wir wissen ja alle, wie das dann mit der Spaltung dann mit der Revolution 1936 halt war. Aber dem Anarchosyndikalismus, generell der Linken, ist es halt damals eben nicht gelungen, in ganz Spanien dann halt eine Revolution durchzuführen. Und das lag halt ja auch offensichtlicherweise auch an dem Rückhalt in der spanischen Bevölkerung für den Faschismus in Teilen. Ja. Und das war dann halt sehr stark regional halt aufgespalten. Und ich denke mal, dass in den Regionen, wo dann Franco halt die Konterrevolution durchführen konnte, dort wird es auch einen größeren Rückhalt für den Faschismus gegeben haben und einen kleineren für die Linke und für die Anarchisten. Ich glaube, man darf da auch zwei Sachen nicht vergessen oder auch falsch irgendwie dagegen anführen. Das eine ist, dass Massenbewegung heißt, dass zu, sagen wir mal, der faschistischen Machtübernahme in einem Staat 100% dieses Staates wirklich mit Überzeugung dahinterstehen. Das ist ja auch wirklich, selbst wenn wir uns unsere revolutionären Umstürze vorstellen, dann, wo es ja auch explizit in einer libertärsozialistischen, in der anarchistischen Revolution darum geht, dass ein Großteil der Bevölkerung eben diese mitträgt, damit die Organisation der Übergangsgesellschaft überhaupt möglich ist.
so ist es ja auch bei der Massenbewegung des Faschismus nicht, dass irgendwie alles dahinter steht. Auch wenn wir Deutschland uns angucken, da wird ja wirklich niemand sagen, dass der Faschismus dort keine Massenbewegung war. Aber trotzdem war beispielsweise die NSDAP zum Zeitpunkt der Machtübernahme schon auf dem absteigenden Ast eigentlich, hat wieder ein paar Prozentpunkte zur vorherigen Wahl verloren, hatte ganze Teile Deutschlands irgendwie in den Großstädten, in den Arbeitermilieus keinen gefestigten Rückhalt, sondern eher eine offene Feindschaft, hatte gerade in den katholisch geprägten Teilen Deutschlands einen extrem starken Konkurrenten mit dem Zentrum und dem politischen Katholizismus und war da auch ganz lange Zeit noch immens verhasst, vor allem auch wegen dem Vorgehen gegen die katholische Kirche. Und das Zweite ist eben, dass es diverse faschistische Diktaturen in Europa im Zuge des Zweiten Weltkriegs gab, die mit der Unterstützung der faschistischen Mutterstaaten in Italien und Nazi-Deutschland an die Macht gekommen sind und die dort eben dann keinen Massenrückhalt hatten. Das heißt aber eben nicht, dass das nicht das angestrebte Ziel des Faschismus ist, was nämlich genau aus der Problematik der damaligen rechtsradikalen Kräfte entstanden ist und aus den Bedürfnissen, die sie eben zu dieser Wiedergeburt und zu der eigentlichen kompletten Erneuerung von Staatsvolk, von Gesellschaft, von Staat hatten. Sondern das war dann wirklich eher eine politische Notwendigkeit, die Nazi-Deutschland und die Italien gesehen haben, womit sie sich dann eben nach ihrem Wunsch ihre Regime vor Ort geschaffen haben. Beispielsweise dann in Ungarn, in Albanien oder in Österreich eben. Ja, out of step, du hast noch reingeschrieben, dass es wichtig ist, sich mit dem türkischen Nationalismus und Rechtsextremismus auseinanderzusetzen. Und das werden wir auch auf jeden Fall noch tun. Wir haben, wobei das natürlich auch immer so eine Sache ist, weil müssen wir mal gucken, dass wir nicht zu sehr auf der Agenda von diesen Leuten auftauchen, weil dann haben wir nämlich ein richtiges Problem, weil im Gegensatz zu den deutschen Nazis, die ja auch für westdeutsche Verhältnisse als Speerspitze des Faschismus herhalten müssen immer, sind halt die türkischen Nazis hier wirklich relevant im Ruhrgebiet und auch ein bisschen undurchschaubarer. Aber wir haben ja auch schon zwei Folgen mit was Wesenverwandten trotzdem zum türkischen Faschismus auch Nationalismus gemacht. Und zwar die Folgen zum Islamismus, was ja genau so ein Thema ist, was halt unbehandelt ist in der deutschen Linken oder sehr wenig behandelt wird. Hm. Aber wir werden das sicherlich nochmal tun. Ja, absolut, das stimmt. Aber ich glaube, was man da auch noch für eine Unterscheidung natürlich machen muss, ist, dass türkischer Nationalismus nicht per se mit islamischem absolut. Fundamentalismus nein, zusammenhängt. Nein, das wollte ich auch nicht sagen. Nee, ich meine nur, weil das ist ja wirklich auch nochmal was man da sagen muss. Ich meine, Teile des türkischen Nationalismus, Kemalismus und auch Teil des türkischen Ultranationalismus definieren sich als explizit säkular. Ja. Und das ist auch ganz spannend, dass ihr das ansprecht, weil ich hatte tatsächlich in der Struktur drinstehen, eigentlich sollte es noch ein Part zu diversen rechten Kräften geben, die wir von, also bei was Faschismus nicht ist, ansprechen. Und da waren eben auch diese, ich würde sie jetzt mal Restaurationsnationalismen bezeichnen mit drin. Also, dass man einmal über türkischen Nationalismus spricht und den Kemalismus und den japanischen Nationalismus, wie er eben nach dem Niedergang beider Staaten und dem Wahrnehmen eigentlich von der Notwendigkeit von Modernisierung entsteht. Weil ich meine, der türkische Nationalismus in seiner kemalistischen Form ist ja eigentlich auch mit dem Untergang des Osmanischen Reiches und mit der möglichen Schmach, die das bedeutet hat, stark im Zusammenhang. Ich meine, die Türkei stand kurz davor, wirklich einfach von den restlichen Weltmächten und im Staat lebender Minderheiten aufgeteilt zu werden. So, und das ist ja eigentlich das, wogegen dann auch die türkischen Nationalisten unter Kemal Atatürk dann eigentlich auch ins Feld gezogen sind. Und ich finde, da kann man tatsächlich auch, und das ist dann auch wieder so die Sache, da kann man dann auch wieder von Wesenselementen wie bei vielen anderen Bewegungen hier, Gaddafi, Nasser und so, auch Verbindungen zu finden. Vielleicht fragen wir da mal echt Ismail Kübli,
ob wir mal eine Folge mit ihm dann zusammen zum türkischen Nationalismus machen. Das wäre sehr spannend, das mal anzugehen. Der Genosse wohnt ja auch hier in der Region. Postet immer irgendwie so Sachen, dass er eine Uni ist, oder? Ja, das schließt ja auch so ein bisschen ganz gut an in Space, was du... Grüß dich, Benni, schön, dass du das erste Mal dabei bist. Was du schreibst, welche verschiedenen, wie man halt andere verschiedene rechte Bewegungen dann halt beschreibt. Also du hast ja jetzt gerade schon was genannt, so nationalistische Restaurationsbewegungen hast du es jetzt genannt. Oder man kann auch einfach, je nachdem man halt von rechtsradikal einfach sprechen oder so, oder rechtspopulistisch oder halt Militärdiktatur, das ist halt sehr unterschiedlich. Und jetzt ist es halt sehr offensichtlich, dass Trump, also die Trump-Regierung kein Faschismus war, weil wenn es halt Faschismus gewesen wäre, dann wäre Trump ja auch nicht einfach so, hätte auch nicht einfach so abgewählt werden können. Also allein deswegen kann man das Gespräch eigentlich schon beenden, weil es gibt diverse andere Dinge, die man dazu noch sagen kann, aber eine faschistische Regierung, die ja notwendigerweise immer eine Diktatur sein muss, kann halt nicht abgewählt werden mehr. Das ist irgendwie logisch, oder? Und das ist halt einfach absurd, wenn man jetzt immer noch auf diesem Standpunkt beharrt. Also ich kann halt verstehen, wenn halt jetzt so jemand wie Trump an die Macht gekommen ist damals, dass halt Linke erstmal ja so ein bisschen abgedreht sind und halt auch teilweise echt falsche Gedanken dann dazu hatten, weil es halt einfach eine Ausnahmesituation ist. Man wusste es ja auch nicht zu 100%, weil der Typ ja tatsächlich unberechenbar ein Stück weit ist. Aber unsere These ist ja, und deswegen ist es ja auch so wichtig, ein Verständnis davon zu bekommen und das halt eben abzugrenzen, diese Begrifflichkeiten, dass wir doch jetzt diverse solcher Regierungen halt hatten. Also Trump ist ja nur ein Beispiel. Es ist ja auch noch zum Beispiel Brasilien oder Polen, wo ja auch dann Leute gesagt haben, ja, das ist im Prinzip dann halt Faschismus oder das könnte halt sich dahin entwickeln. Und das sind alles drei unterschiedliche Phänomene, keine Frage. Nur es zeigt halt eben, dass es halt immer möglich ist, auch solche rechten bis rechtsradikalen Regierungen, wenn sie jetzt gerade in dieser Staatenkonkurrenz halt hervorkommen, dann auch wieder verschwinden. Weil es halt in dieser Situation, wo wir uns gerade befinden, deutlich schwieriger ist, eben in dieser internationalen Staatenkonkurrenz einfach mal so eine heftige Diktatur aufzurichten, weil das halt ganz andere Konsequenzen halt geostrategisch halt hat, als das jetzt damals der Fall war oder auch noch in den 80ern der Fall war, wo es ja oftmals krassere Militärdiktaturen und so auch gab. Ja, ich würde auch der Charakterisierung von Trumps Regierung so zustimmen. Ich glaube, was man aber beispielsweise bei Trump sieht, ist, dass nur weil kein faschistisches System errichtet wird oder die Person selber auch kein Faschist ist, und ich würde auch sagen, dass Trump kein Faschist ist, das nicht heißt, dass es in der politischen Bewegung, die dahinter steht, nicht auch explizite faschistische Kräfte geben absolut. Kann. Und das, finde ich, ist dann was man beispielsweise in Teilen von den Leuten um Trump herum sieht, die ich eigentlich auch so als faschistisch charakterisieren würde, was man ja auch dann beispielsweise an dem Kapitolsturm dann ganz gut gesehen hat, die dann eigentlich versucht haben, dann diese parlamentarisch-demokratischen Wahlmechanismen auszuhebeln, um ihn dann an die Macht zu bringen. Aber da sieht man dann auch wieder einen zweiten großen Widerspruch meiner Meinung nach, und das ist eben dieses Verhältnis zu Demokratie. Und das ist nämlich die Sache, im Gegensatz zu damals, wo es eben diese offene Verachtung für den Parlamentarismus gab, ist jetzt das Verhältnis von selbst den Kräften, die explizit faschistisch sind, einfach ein anderes zu Demokratie. Ich meine, wen findest du denn heutzutage, sagen wir mal jetzt mal abgesehen von religiösen Fanatisten, so vor allen voran islamischen Fundamentalisten, wen findest du denn heutzutage, der wirklich irgendwie, egal ob rechtsradikal oder selbst eigentlich bis ins unsere Lager ist und sagt, Demokratie, das finde ich richtig scheiße,
So selbst die ganzen Nazis und so. Also gut, es gibt immer irgendwie ein paar, ja, es stimmt schon, es gibt wirklich so ein paar richtig hardcore explizite NS-Nazis, die dann auch sagen, wir wollen eine Diktatur. Aber so viele auch aus diesem explizit NS- und Faschismuslager stellen jetzt heutzutage ihr kommendes System als die echte Demokratie, als eine Volksdemokratie dar. Und das ist nämlich auch das, was man dann beispielsweise in der Trump-Bewegung sieht, selbst die explizit da auch aus dem Faschismus kommen, die reden ja dann nicht davon, wir wollen jetzt einfach hier putschen, um Trump an die Macht zu bekommen, sondern wir wollen eigentlich jetzt den wirklich demokratischen Geist einlösen, die eigentlich echte demokratische Entscheidung einfach durch unseren Sturm aufs Kapitol bringen, weil die Wahl, die wurde gestohlen. Also genau, ich würde dir nicht so in diesem Absoluten zustimmen. Ich denke, es gibt immer noch diese Kräfte, die das auch bewusst sagen. Ja, das stimmt schon. Das war zu stark gesagt. Aber grundsätzlich hast du recht. Und ich finde auch, dass halt diese parlamentarische Demokratie für diese rechtsradikalen Regierungen auch eine ganz klare Funktion einfach erfüllen. Also das sehen wir ja in den Ländern, wo wir wirklich stark rechte Regierungen haben und Machthaber haben. In allen, also egal, kannst du überall jetzt hingucken, da probieren diese Leute, die schaffen nicht dieses gesamte grundsätzliche Korsett von so Wahlen ab, aber die probieren eigentlich alles andere abzusäbeln, ne? Die probieren halt die probieren halt dann, dass die Laufzeit von ihrer Amtszeit länger ist, die probieren halt die Gerichte abzusäbeln oder halt mit irgendwelchen Gefolgstreuen einzusetzen, etc. pp. Und so, dass halt am Ende nur noch eigentlich diese Wahlen übrig bleiben, weil die sind halt die Legitimierung für die. Weil darauf können die sich halt dann immer wieder beziehen und sagen, ja, ist doch egal, was ich hier im Prinzip mache, solange halt eben so und so viel Prozent dann halt dafür sind. Klar, da wird dann auch ein bisschen manipuliert und so weiter und so fort. Aber das ist, glaube ich, dann halt für diese Rechten, die auch dann von Demokratie sprechen, dann halt die Funktion, die dann halt noch bleibt, wenn sie sich halt diese Verbindung daraus. Ja, das ist, glaube ich, auch das, wo ich am ehesten dazu bereit wäre, in diesem ganzen Punkt eben von heutzutage Verhältnis von faschistischen Kräften zu Parlamentarismus auch die größte Neuerung sehen wird und auch den wichtigsten Punkt, wo man sagen kann, da kann man wirklich drüber diskutieren, wie Faschismus sich verändert hat und nicht beispielsweise dann bei der Massenbasis, sondern das ist wirklich der Punkt, wo ich sagen würde, da haben wir eben große Neuerungen, auch einfach mit dem Durchsetzen des Parlamentarismus. Wie gesagt, das muss man immer wieder sagen, italienischer Faschismus, Nationalsozialismus, der Parlamentarismus auf einer globalen Ebene steckte dann noch in seinen Kinderschuhen und steckte vor allem noch in seinen Kinderschuhen in den Ländern, in denen der Faschismus sich dann etabliert hat. Dann war noch so ein bisschen die Frage, ob man nicht faschistoid sagen kann, wenn es halt Wesensmerkmale des Faschismus gibt bei jetzt halt rechtsradikalen Regierungen oder so. Kann man machen. Also ne, wenn man jetzt halt einfach nur einen Begriff will, um das halt dann meinetwegen, ich finde es halt einfach immer besser, dann halt einfach zu sagen so, wenn man halt die Chance hat, zwei, drei Sätze zu sagen, dann ist es halt immer besser einfach zu sagen, ja, das ist eine rechtsradikale Regierung, die auch an den und den Aspekten halt faschistische Tendenzen aufweist. So. Und das, finde ich, ist ja auch so. Also bei allen rechten Regierungen, die wir jetzt gesehen haben, bei allen Rechtsradikalen zumindest, gibt es ja auch dann so konservativ rechte Regierungen oder so. Da kann man ja auch wirklich sagen, da waren überall Merkmale dabei, wo es, wenn das halt einfach dabei bleibt oder es sind überall mehr Merkmale dabei, wenn das halt dabei bleibt und wenn es das weiter konstituieren kann und vielleicht auch noch mehr Länder halt nach rechts kippen, dann kann da auch Faschismus, also richtiger Faschismus draus werden. Das ist ja klar. Oder auch beispielsweise einfach, wenn die gesellschaftlichen Zustände eben einen gefestigten Parlamentarismus nicht mehr zulassen. Also das ist ja auch beispielsweise, wenn wir uns angucken, wo entstehen Militärdiktaturen? So in den neu geschaffenen Staaten des globalen Südens, die häufig eine extrem diverse Bevölkerung mit massiv im Konflikt stehenden Interessen haben und keiner gefestigten, national loyalen, auf den Staat zugeschnittenen Bürgertum, dann
macht es ja auch, also ist es einfach viel naheliegender, dort dann eine Militärdiktatur zu errichten und eben nicht auf den Parlamentarismus zu setzen, um eben den Staatszweck dann durchzusetzen und auch eine Einheit in der Nation erstmal zu schaffen. Und das ist ja auch so ein bisschen die Sache, weswegen, was ich dann immer sehr interessant finde, wenn dann eben so, sagen wir mal so, westliche demokratische Idealisten dann auf diverse Staaten im globalen Süden schauen und sich dann immer irgendwie an den Kopf fassen und sagen, boah, warum sind die Leute denn nicht, warum kriegen sie es einfach nicht hin? Da kommt immer irgendein blöder Autoritärer und macht irgendwie da den Parlamentarismus vor Ort kaputt. Ja, vielleicht sind auch einfach die materiellen die materiellen Bedingungen vor Ort auch einfach so beschaffen, dass es dazu führt, dass der Parlamentarismus notwendig dann eben an diesen Interessenkonflikten vor Ort scheitert, dass er notwendig dann auch eben beispielsweise jetzt in Gesellschaften, die noch stark durch Stammesloyalitäten, ethnische Loyalitäten in bestimmten Regionen oder so geprägt sind oder auch von religiösen Konflikten und da dann auch natürlich materiellen Konflikten eben über die Ökonomie, dass das sich dann auch auf dieser parlamentarischen Bühne aufträgt und eigentlich dazu einlädt, dass überhaupt gar nicht ein funktionsfähiger Staat geschaffen werden kann und dass dann da immer aus dieser Problematik sich dann das Militär als die einzige wirklich organisierte, an den Staat angebundene und national durchideologisierte Kraft dann anbieten kann als der Konfliktlöser. Ja, ansonsten Faschistoid ist gekauft, würde ich jetzt einfach mal sagen, können wir so machen. Faschist, ja, bin ich auch okay mit. So, kann man sagen. Und Rothanarchist, auf jeden Fall müssen wir auch dringend was zum Hindu-Nationalismus machen. Generell, finde ich, zeigt auch der Stream heute, was ja irgendwie offensichtlich auch irgendwo ist, aber wo ich jetzt auch nochmal so ganz viele Punkte, wo ich halt auch richtig Bock drauf habe, also wo ich jetzt zum Beispiel Hindu-Nationalismus oder türkischer Nationalismus, das sind halt dann so Themen, wo ich, oder auch spanischer Nationalismus oder Faschismus, da habe ich auf jeden Fall auch nochmal Bock drauf, was zu machen. So, dann nochmal tiefer reinzugehen. Und speziell über Indien haben wir auch schon letztens nochmal gesagt, ne, dass es einfach sehr relevant wäre, auch vielleicht nochmal zum indischen Imperialismus jetzt was zu machen, als aufkommender Player. Okay, so empfiehlt dazu auch, oder empfiehlst du uns den Deutschlandfunk-Podcast über indische Politik unter Modi? Ja, also da würde ich direkt auch zu sagen, das finde ich ist ein unfassbar spannendes Thema in Indien und wie du sagst, unfassbar wichtig, aber das ist auch was, was ich wirklich schwer finde, reinzufinden im Gegensatz zu jetzt beispielsweise auch, also ich finde chinesische Geschichte, also vor allem moderne Geschichte, deutlich einfacher reinzufinden als Indien. Vielleicht liegt es auch an der stärkeren Einheit des Landes China, auch wenn das natürlich häufig übertrieben wird. Aber indische Geschichte, auch indische moderne Geschichte, einfach unfassbar wild. So. Wäre auch was für eine Gastfolge mal wieder. Ja. Wo wir einfach einen Experten oder Expertin bräuchten. Das stimmt. So, haben wir noch irgendwas übersehen von euren Nachrichten? Ich glaube, den Großteil haben wir. Ja. Ich hoffe, wir haben nichts ganz Wichtiges gesehen. Übersehen. Ansonsten würde ich sagen, öffnen wir auch die allgemeine Runde. Also gerne weiter zum Faschismus quatschen. Aber wenn ihr andere Themen habt, wenn ihr noch über was anderes sprechen wollt, auch gerne darüber. Ja, Joshua, was geht? Du wolltest es bewusst ausklammern, oder? Was? Nein. Du bist jetzt wahrscheinlich jede Woche gefragt. Mannheimer Buchmesse. Tendenz gerade noch unklar, würde ich sagen.
Nein, ich komme alleine, alles gut. Das ist jetzt einen großen Rollkoffer, ne? Richtig. Ja, schauen wir mal. Ist das Programm eigentlich jetzt online? Ja, ist online. Und Rotanarchist, dafür gebe ich auf jeden Fall den Daumen hoch. Wahrscheinlich auch eine gute Entscheidung, jetzt zur Legalisierung mit dem Kiffen aufzuhören. Ja, auf jeden Fall. Ja, und Benny, wir haben noch keine Folge zum russischen Bürgerkrieg und generell auch zu Russland immens wenig gemacht, bis zu russischem Imperialismus. Wir haben aber mal zu Machno einen kleinen Part gehabt in unserer Folge zu sozialen Banditen. Da hat Maria noch sehr schön aus dem Buch von, wie heißt der Kollege nochmal, Marc Sack, also zitiert. Was hältst du von Pinguin? Ja, eigentlich ganz süß, muss ich sagen. Die bewegen sich halt lustig, ne? Und ich finde es halt, es gab doch diesen krassen Film. Die Reise der Pinguine. Genau, diese Reise der Pinguine. Da sind wir damals mit der Schule ins Kino gegangen, ins Casablanca in Bochum. Das war so richtig dramatisch, dann wie die dann alle so aufeinander liegen, in so hunderte, tausende Pinguine. Ich schwöre, den muss ich nochmal gucken, ne? Und dann die ganze, ich weiß nicht, ist ein bisschen sehr langatmig in meiner Erinnerung. Früher fand ich den, als Kind fand ich den herbe krass so. Ja, herbe krass, aber... Also für aber so einen Kunstfilm, also Kunstfilm im Anführungszeichen, ist natürlich mehr so Doku, ne? Mehr so Natur-Doku. Hi, Lila Blatt, schön, dass du das erste Mal am Start bist. Wie gesagt, ich fand es halt cool irgendwo, aber ich fand es auch langatmig in meiner Erinnerung. Wenn ich schon als Kind eine langatmige Erinnerung habe, dann habe ich Angst, dass ich mich heute langweile. Als Kind hast du bestimmt auch so eine gebratene Aufmerksamkeitsspanne. Gebratene Aufmerksamkeitsspanne. Also 30 Sekunden irgendwie. Ich weiß nicht, ich glaube, ich hatte eine große Aufmerksamkeitsspanne, ehrlich gesagt, als Kind. Das war ja out of TikTok. Da gab es das ja noch nicht. Und ich habe sehr viel mir eigentlich dann immer so Welten gebaut und auch mit mir selber gespielt und so. Hattest du? Ich glaube, dass ich eigentlich eine recht große Aufmerksamkeitsspanne habe. Also ohne Spaß, das muss man jetzt mal ansprechen. Hast du eigentlich auch so Geschichten in deinem Kopf gehabt, die du beispielsweise in so ruhigen, also heutzutage gibt es das wahrscheinlich nicht mehr so, weil Leute immer aufs Klo Handys oder so mitnehmen oder irgendwie einen Podcast, wenn sie duschen lassen oder so laufen. Aber hattest du so Geschichten in deinem Kopf, die du immer weiter gesponnen hast, wenn du dann so ruhige Momente hattest? Klar. Also ich habe wirklich so 3 große Storylines in meinem Kopf irgendwie, die ich über Jahre damals weiter gesponnen habe. Also wirklich auch mit so eigener Geschichte, unterschiedlichen Fraktionen und so, der ganzen Welt, die ich mir ausgedacht habe, die ich dann immer weitergeführt habe, wenn ich so aufs Klo gegangen bin oder duschen war oder so. Ja, so krass vielleicht nicht. Das war wirklich teilweise sehr intensiv. Ich habe sehr viel Spaß daran. Ja, Gringo, das ist tatsächlich eine Frage, also zumindest für einzelne Veranstaltungen bekommen wir immer häufiger. Also worauf wir gar keinen Bock haben, recht grundsätzlich, sind eigentlich Vorträge. Also das ist ja auch häufig, wozu man dann gefragt wird, könnte man einen Vortrag zu dem oder jedem halten, und dann wird gar nicht so Bock drauf. So, ich finde eigentlich dieses Format, so offene Diskussionsrunden anzuleiten, auch halt so über Tage, eigentlich ziemlich cool, weil man dann halt mehr so im Gespräch ist. Aber ja, vielleicht so mal so ein richtiges Podcast Live-Programm zu machen, hätte natürlich auch irgendwo was. Aber das ist halt natürlich eine große Sache. Aber dass man im Prinzip so eine Art Folge entwirft, also ich denke mal, so ähnlich läuft es dann ja auch bei jetzt anderen größeren Podcastern und so ab. Also ich weiß jetzt nicht genau, wie das jetzt halt, wie heißt der nochmal, der jetzt hier mit Studio Rot so unterwegs ist, den alle kennen und lieben. Was ist denn Studio Rot? Kennst du das nicht? Das ist jetzt neu von dem...
Ach, John Philipp Kindler. Ja, ja, genau, John Philipp Kindler. Okay, wir werden auf irgendeine komische Art und Weise Bots geradet. Mit Bots geradet, ja. Ja. Ich hoffe, dass du schießt uns jetzt nicht unseren Account auf irgendeine skurrile Art und Weise. Danke auf jeden Fall, wer die 50 Euro für die indischen Abonnenten ausgegeben hat. Jetzt gleich irgendwie erster Strike von Twitch. Wir waren es nicht. So, wir haben nicht hier Likes gezahlt. Um Himmels Willen. Oh Mann, ist das. Naja, ja, es kommen halt irgendwie in einfach nur so Symbol, was da. Krickelnamen und halt irgendwie so 80, Finger gar nicht 80 Follower rein. Auf einmal. Ja. Mal gucken. Wenn das einfach unbeobachtet bleibt, dann ist es ja nicht ganz gut. Genau, jedenfalls, das wäre vielleicht eine Idee, was man machen könnte, dass man halt so eine Art Podcast-Folge für so einen Live-Vortrag halt entwickelt, den man dann halt eben in den verschiedenen Städten halt irgendwie hält. So ein Programm. Guck mal, wir haben es jetzt auch in die Faschisten-Bubble geschafft, aber in die albanische. Einfach mal ein faschistisches Symbol hier machen. Das ist kein faschistisches Symbol. Nee? Nationalistisch, mein Lieber. Ja, okay. Ja, so. Gut. Könnt ihr ja gerne mal in die Folge zu. Hey, wir haben ja keine zu linken Nationalismus, sondern nur eines Nationalismus, wo wir über linken Nationalismus gesprochen haben. Ja, aber Doodlejump, dann erzähl uns doch mal ein bisschen was deiner Meinung nach albanischen Faschismus so ausmacht. Ja, das stimmt, Doodle, das stimmt. Die spielen sich in die Karten. Ich finde halt, nur um nochmal darauf einzugehen mit hier John. Wir haben die 500 Follower nebenbei geknackt. Mit, das ging schneller als gedacht jetzt. Das, bist du das Doodlejump? Ja. Was soll ich sagen? Großalbanien muss realisiert werden. Ja, komm, das ist jetzt aber auch. Das macht jetzt noch kein Faschismus an sich aus. Da muss es doch mal ein paar spannende Wesensmerkmale geben. Ja, das will ja jeder Nationalist. Ja, komm, erzähl doch mal beispielsweise, wie steht jetzt so der albanische Faschismus zu der Problematik von eben sunnitischer Mehrheit, den kleineren christlichen albanischen Gemeinschaften, Bektaschi-Orden und sowas. Also wie soll so mit Religion und so umgegangen werden? Und wie geht man beispielsweise mit den Griechen im Land um. Sunniten raus, Christen. Ah, also so ganz im Sinne Hodges. Griechen auch raus. Aber was ist, wenn jetzt die Griechen anfangen, Albanisch zu sprechen? Genau, wie sieht die Wirtschaftspolitik aus? 50% Beton für Bunker, 50% für Rest. Okay, also ja gut, Doodlejump ist schon mal sehr liberaler Faschist. Ja. Weltoffen. Okay. Es gab jetzt gerade einen Automod-Eingriff, weil ein bestimmtes Wort gefallen ist von Doodlejump, das ihr nicht lesen konntet. Ja. Benny stellt jetzt die großen Fragen. Jetzt ist natürlich die Frage, was ist ein Albaner? Das ist schwierig, jetzt wird es schwierig. Ja, Pech gehabt, oder was? Ich habe noch nicht, was die blauen oder grünen Augen abbekommen, ne? Ja, nee, also um nochmal jetzt von albanischem Faschismus zu dem anderen Thema zurückzukommen, nämlich dem mit den Live-Podcasts, also tatsächlich das, was mich am meisten immer da so ein bisschen zurückgehalten hatte, war die Sache, dass ich es schwierig finde, wenn wir eben kein explizites Thema haben. Und es nicht, also es jetzt einfach nur so ein Ding ist von, weil das wird ja schon ein paar Mal gefragt, irgendwie, wollt ihr nicht mal einen Live-Podcast machen? Mhm. Dann frage ich immer, ja, zu was denn bitte? Also ich möchte halt nicht einfach nur auf einer Bühne sitzen und irgendwie so ein bisschen daherreden oder so, weil
ist es nett, ne? Wir kriegen das ja auch in Streams hin und das macht mir auch manchmal Spaß, aber ich mag das schon mehr, mit so einem Ziel hinzugehen, zu der Thematik sprechen wir. Weswegen ich auch unseren Auftritt hier bei in Chemnitz beim Subotnik-Festival gut fand, weil wir da eben explizit und ja auch eine sehr spannende Diskussion mit anderen dann zum Thema eben Übergangsgesellschaft geführt haben. Ja, man könnte halt tatsächlich mal zu so einem anarchistischen Programm einfach eine Diskussion machen. Also so ein einfach ein anarchistisches Programm für so eine Live-Show. Ja, das ist, glaube ich, schon meine Ideologie. Viele Frauen, viele Kinder, viele Albaner. Aber Doodlejump, ist das nicht... Also ich meine, Albanien steht ja sogar, glaube ich, in der Fertilitätsrate gerade noch ein bisschen schlechter als Deutschland da. Ich meine, Kosovo, muss man sagen, ist ja von der Fertilitätsrate sehr stabil im europäischen Vergleich, aber Albanien selber hat ja eine der niedrigsten der Welt. Da musst du, glaube ich, wirklich noch viel ideologisieren, damit das was wird. Ja, das müssen wir als Anarchisten, glaube ich, auch so sagen. Leider läuft es nicht so rund. Gell? Ja, und Gringo, das ist tatsächlich auch was wir schon lange auf dem Schirm haben. Die Beschäftigung mit der anarchistischen Geschichte Dortmunds. Also ich finde auch generell, dass es spannend ist, weil ich denke, wenn wir uns hier mit Lokalgeschichte Dortmunds auseinandersetzen, und das ist ja auch das Schöne, was wir beispielsweise, was war das, welche Folge war es nochmal, die wir mit Andreas gemacht haben zur Lokalgeschichte zuletzt? Anarchismus. Die Geschichte der anarchistischen Bewegung. In Dortmund. War es nur auf Dortmund? Oder ja, auf Dortmund. Hatte ja auch Gringo geschrieben. Anarchistische Geschichte Dortmunds. Genau, und wo wir jetzt halt mal überlegt hatten, ist, dass wir uns eben mit dem Ruhrpott dann nochmal größer auseinandersetzen und da vor allem dann nochmal das Thema Kohle intensiver ansprechen wollen. Aber wir haben auf jeden Fall auch andere Sachen schon überlegt, die sich dann explizit mit anarchistischer Lokalgeschichte auseinandersetzen. Das halte ich für eine vage These, Doodlejump, dass diese Länder albanisch sind. Das ist dann auf jeden Fall auch ein sehr niedriger Anspruch für deinen Faschismus, wenn das jetzt schon das albanische Endziel für euch erreicht ist. Die Schweiz. Ja, aber es sind schon herbe viele Albaner in der Schweiz. So. Ja gut, das aber die sind ja auch, die werden auch keine, die werden nicht auch nicht alle Faschisten sein, wa? Wir haben übrigens, glaube ich, den Endpunkt von diesem Bot Wait halt erlebt. Auch vor 3 Minuten. Ja, 600, auf 600 war es anscheinend eingestellt, also wie auch immer uns da Follower gekauft hat. Solange wir da jetzt nicht gesperrt werden. Auf jeden Fall danke für diesen Boost. Ja, ich weiß nicht, so nur zu der Geschichte was zu machen. Also ich glaube, ich fände es cooler, mit so einem aktuellen anarchistischen Programm auf Tour zu gehen. Dass man wirklich mal ja, sich sowas überlegt, was also an so die Folge 100, an die Transformationsstrategie anschließt, ne? Und dass man da dann halt aber eher so aufs Jetzt halt bezogen und halt so von diesen Grundlagen halt, die man her vertritt und das dann halt so zu diskutieren und dass wir das dann zusammen besprechen, das finde ich eigentlich echt interessant, das mal zu machen. Mhm. Generell so eine Tour wäre schon auch cool, finde ich. Ich fand auch, ich weiß gar nicht mehr, wer es ursprünglich geschrieben hat, aber ich fand auch natürlich den Namen Überlandtour. Ja, Überlandtour ist super. Ja. Wäre schon geil, wenn wir irgendwie noch so ein Tourplakat dann haben mit so Stops. Ja. Du, Dudel, ich glaube, deine Bemühungen und deine Hoffnungen sind echt ziemlich aussichtslos für Albanien. Also Albanien steht schon sehr, sehr schlecht in der Staatenkonkurrenz und ich glaube, das wird sich auch alsbald nicht so ändern. Ich glaube, Dudel will uns aber gewinnen. Ich glaube, das wird auch nichts. Ha, komm, also ich meine... Ja, ciao, mein Team. Ich glaube, wenn wir uns das so anschauen mit deutscher Parteinahme, ich meine, wir haben wieder Grüne an der Macht, also... Stehen wir gerade aktuell schon so, sind wir eher schon so Team Kosovo.
Team Albanien als Team Serbien. Genau, aber die Hoffnung stirbt zuletzt, aber sie steht. Ja, wollen wir nochmal eine letzte Runde machen, Leute? Ja, letzte Runde. Doodle kann auch nochmal 2, 3 tolle Albanien-Sätze reinschreiben. Und ihr könnt auch noch was ihr noch schreiben wollt, reinschreiben. Gibt's so eine starke Verbindung von deutschen Faschisten und Albanischen? Also ich glaube so aktuell jetzt nicht so herbe oder so, aber ich meine, wenn man sich das anschaut, klar, ne? Ich meine, Albaner haben in der SS gedient. So, ich meine, gut, zuerst war Albanien ja italienisch besetzt und eher nach dem Vorbild so geformt, aber dann haben die Deutschen ja eigentlich alles übernommen, so nach dem Ende. Und ich glaube, heutzutage gibt es das nicht, weil es einfach so viel Fremdenfeindlichkeit gegenüber Albanern im Westen gibt, ne? Genau, die SS-Skanderberg. Aber jetzt irgendwie so super viel nicht, ne? Ich meine, es gibt so jetzt so mit Leuten wie Bösemann oder so, ne? Stimmt. Der so ein bisschen in diese Verbindung gesucht hat. Aber ich habe zumindest jetzt wenig, vielleicht kann Doodlejump uns ja. Das gilt, glaube ich, nicht für alle Albaner. Ja, aber ich meine, was natürlich stimmt, ne? Ich meine, die Deutschen haben genauso wie die anderen Westler, aber es waren ja vor allem auch die Deutschen. Ich meine, die Schweiz und Österreich haben ja auch da viel gemacht, standen schon so an der Seite der Albaner in dem Konflikt mit den Serben. Keine krassen Geschichten. Das glaube ich dir gerne. Ja, das Hitler-Albaner. Ja, ist ja sowieso so ein albanisches Kuriosum, ne, mit dem so und so war Albaner. Da kannst du ja vielleicht reinschreiben, ich meine, das musst du ja wissen, war John Cena Albaner? Das habe ich mal irgendwo gelesen. Ja, roter nicht ist, wahrscheinlich ist das einfach nur dann die große Gegenbewegung gegen die albanische Übernahme, die Doodlejump mit seinen Freunden plant. Messi auch, ja. Sehr gut. Nicht, dass noch irgendwie ein Grieche oder so in dem Stammbaum drin ist. Ja, Jesus safe. Ich meine, hast du mal geguckt? Er hatte auf jeden Fall auch so blaue Augen wie Doodlejump. Gut. Ich würde sagen, in dem Sinne haben wir dann jetzt eigentlich alles noch zum Thema Faschismus geklärt. Ja, auf jeden Fall. Schön, dass Doodlejump uns auch noch mal so intensive Einblicke gegeben hat. Und danke an alle, die heute da waren. Hat auf jeden Fall viel Spaß gemacht und pusht auf jeden Fall noch mal die Faschismus-Folge. Es wird uns wirklich sehr glücklich machen, weil wir viel Arbeit da reingesteckt haben. Danke schon mal an alle, die das gemacht haben. Und wie gesagt, Freitag, für alle, die mehr wollen, die jetzt noch nicht genug bekommen haben, kommt noch mal ein Extra zum Futurismus und Faschismus. Für alle, die uns regelmäßig unterstützen. Und am Sonntag hören wir uns wieder mit dem Überblick die aktuellen Nachrichten hier bei Twitch. Ja. Macht es gut. Gute Nacht und Glück auf an alle Anarchos und Albaner da draußen. Danke dir noch, Benny, für deine Unterstützung und auf bald. Glück auf.